Herzlich willkommen und zurück zu Let's Play WoW mit unseren Hordejäger. Ja, wir müssen noch ein paar Dunkeleisezwerge töten, nachdem uns der Allianzler Level 120 einfach mal so auseinandergenommen hat. Wo wir uns halt noch nicht wehren können, ist ja auch klar, er ist Level 120, ne? So. Dann werden wir mal hoffentlich mal das hier schnell machen, ohne dass hier uns noch ein Allianzler angreift. Ein bisschen leiser machen hier den Ton. Greifen auch noch an, du bist der Letzte. So, komm schnell und aufmounten. Zack, und dann greifen wir dich an. So, boom, dann greifen wir euch mal die ganzen Zwerge hier mal an. Machen wir euch mal kurz nieder. Hoffen wir, dass uns kein Allianz da angreift in der kurzen Zeit. Hier ist, glaube ich, deren Basis da vorne. Erst etwas anvisieren. So, das haben wir. Komm. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ja, weiß ich doch. Zack. Zack. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Siegel haben wir gesetzt. Und dann können wir die Aufgabe abgeben. Wo gehen wir die denn ab? Da vorne. Okay. Oh, ich möchte nicht durch die ganzen Zwerge hier durch. Aber mir bleibt, glaube ich, nichts anderes übrig. Okay. Greift ihr uns an? Nein, natürlich nicht. Guck mal, so eine Horde Dinos. Gehen wir an dem mal vorbei. Oh, lasst doch den Arm in Ruhe. Ihr seid ja alles Raptoren. So, hier sind ein paar Blüten. Die nehmen wir natürlich mit. So. Und Angriff. Weiter geht's. Oh, Martin ist auch online. Sehr schön. Einen wunderschönen guten Tag. Grüße. Grüße. So, was gibt's denn Schönes? So. 41, was ist das denn erstmal? 35, die Schuhe. Tempo. Ja, komm, hier haben wir noch den Bonus. Dann nehmen wir die Schuhe. Ziehen wir die an. Norbetos Surama. Ja, das meine ich auch. So. Da haben wir hier jetzt keine weiteren Aufgaben mehr. Sehr schön. Wir werden siegen. Ja, das werden wir. Hier müssen wir auch noch eine Aufgabe. Dann werden wir erstmal hier hinfliegen. Werden wir die Aufgabe rechts erledigen. War da nicht auch ein Flugpunkt? Da war auch ein Flugpunkt. Da waren wir aber noch nicht, ne? Also fliegen wir nachher mal hier hin und laufen den Weg gleich als nächstes Mal da lang. Und gucken, das ist, glaube ich, das Nevagavas. Ach, ich kann den Namen wieder nicht aussprechen. Dieses Lager, glaube ich, das ist dieses Jägerlager, was in jedem Add-on ist. So, hier können wir auch noch zwei Aufgaben abgeben. Das ist sehr schön. Da müssen wir dann zum Hafen, ne? Genau hier hat unser Schiff der. Ach, hier. Ah, von Durota fährt also ein Schiff. Okay. Kampfkommandozentrale. Okay. Hier ist eine Dungeon. Hier ist eine. Oh, das ist die gleiche. Ne. Nach Dungeon Königsrush. Okay. Hier müssen wir auch noch zwei Aufgaben abgeben. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hin. Gucken, was wir da als nächstes machen müssen. 25 Platz haben wir noch. Ah, müssen wir mal langsam wieder ausmisten hier. Aber da oben eigentlich noch. Ach so. So. So, und dann mounten noch mal auf. Trefft euch mit Kriegswache so an der. Ist das hier oder da oben? Ne, das ist, glaube ich, hier. Erstmal das Kraut. Hier jede Menge. Erstmal das Kraut.
Ihr wisst, die Kräuter, die müssen wir einsammeln, sonst ärgern wir uns später. Wo ist hier noch was? Gucken wir hier nochmal. Wo soll das denn hier sein? Ach, das ist dann bestimmt unten, oder? Ach, egal. Kommt. So. Guten Tag. Braucht ihr Schutz? Unser Königreich erobert keiner. So. Zerstören sie Spitzen. 4. Ich dien den Sandalari. Ich hab geschworen, die Königsfamilie hey zu verteidigen. Mann. Immer schön aufpassen. So, dann wollen wir mal. Angriff. Ihr werdet uns nicht aufhalten. So, wir werden mal ein bisschen Multischuss reinhauen, wenn sie hier auch alle leveln. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, da oben ist der nächste, den wir brauchen. Das ist zu weit entfernt. Was ist denn jetzt hier los? Warum leveln hier auf einmal alle? Ich habe kein Ziel. So. Hier ist noch eine Aufgabe da. Gucken wir gleich mal. Oh, ein Junges. Klar retten wir dich. So, komm. Ach, gegen diese komischen Schlangenviecher, ne? Oh, zack, kaputt. Hier ist das nächste. So. Angriff. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Du brauchst nichts anvisieren. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran. So, oh, ein Sternmob, ein Sternmob. Auf Mountain und hin. Wir zertreten euch wie ein Insekt. Ach, erzähl doch nicht. Wenn wir nochmal die hier draußen mal schnell die uns holen. Vielleicht kommt gleich noch wer rein und hilft uns, aber sonst kriegen wir es auch alleine hin zur Not. Mein Tod wird gerecht. Ach, wer soll denn dein Tod rächen? Ich brauche ein Ziel. So, zack. Sehr schön, dann greifen wir dich jetzt da drin mal an. Komm. So, zack. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Und schon besiegt. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch. Dich brauchen wir noch. Ich bin außer Reichweite. Sollt ihr verweht und vergessen werden. Diese komischen Schlangen. Ich brauche ein Ziel. Viecher sind echt komisch. Dich da oben brauchen wir noch. Gehen wir hier mal außen rum. Die Sonne senkt sich über dem Imperium der Sandalari. Die Treulosen werden sich auf die Reste stürzen. Gut gesagt, aber glaube ich, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Oh, jetzt sei doch mal tot. Sehr schön, da sind wir Level 115. Kommen. Dann müssen wir hier drin noch irgendwo was sammeln.
Sie haben den Häuptling getötet. Zack. Ich habe kein Ziel. So, dann können wir eigentlich aufmounten und alle vier Aufgaben hier abgeben. Zack, runter. Oh, hier haben sie auch den Dino getötet. Hm. So, guten Tag, guten Tag. Was wollt ihr? Redet schon. So, was wollen wir denn? Den Rücken, oder? Den nehmen wir auf jeden Fall. Sandala, für immer. 50 GS-Punkte einfach mal besser. Dreht mir besser nicht den Rücken zu. Zack. So sei's. War's das hier? Ist das jetzt schon hier? Ich weiß es gar nicht. Glaube schon, oder? Was hat euer Aufenthalt für einen Zweck? Gut, er hat keine Folgeaufgabe gesagt, also werden wir. Gehen wir mal wieder zum Flugpunkt. Wo soll das sein? Da. Ist aber auch echt gefährlich hier, ne? Ich muss näher heran. So, und dann werden wir. Wo wären wir denn hin? Ich würde mal sagen, wir fliegen mal kurz zum Tempel. War das jetzt hier falsch gelaufen? Doch, da oben. Ach Mist. Die falsche Höhe genommen. Wir müssen da oben lang. Hier ist ein Erz gekommen. Ja, das nehmen wir natürlich mit noch. Zack. So, und dann werden wir jetzt nach oben zum Flugpunkt. Und dann werden wir mal. Oder wir brauchen gar nicht den Flugpunkt nehmen. Wir können ja auch so in den Palast. Dann werden wir mal die Aufgaben abgeben. Dann werden wir nochmal schnell zum Hafen gucken. Und zack, sind wir weg. Die Prinzessin. Der tote Loa. Schade. Der war echt Hammer. So, da oben wartet unser Bluthof wieder auf uns. Ah ne, die Prinzessin. Ich kämpfe für die, die sich nicht selbst schützen können. Sehr schön, bitte. Genau. Ach, da gehen wir mit der Reise nach da. Wir gehen nochmal schnell zum Hafen. Zum Hafen. Die Aufgabe, die machen wir noch nicht. Prinzessin Talanji schickt uns nach Nasmir. Grüße. Wir brauchen eure Pterodaxe, um dahin zu kommen. Ich lass meine Tiere doch nicht zu Bluttrollfutter werden. Aus Nasmir kehrt keiner zurück, Mann. Aus Nasmir? Ah, das schaffen wir schon. Das überleben wir schon als nächstes. Aber erstmal müssen wir zum Hafen. Ja, war schon fast nächste Stufe. Welche Stufe haben wir denn dann schon? 9 wären wir dann. So, wo landen wir denn hier vorne? Genau. So, dann werden wir noch mal schnell zum Hafen. Unsere Begleiter noch mal gleich losschicken. Haben die eigentlich Leibwächterfunktion? Habe ich noch gar nicht geguckt. Die überhaupt Leibwächter? Sonst könnten wir ja noch einen mitnehmen, aber ich glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ah, und hier landet das Schiff, was dann. Oh, eine Aufgabe gibt es hier. Wer hat eine Aufgabe für uns? Wer? Wer denn? Im Schiff vielleicht? Ja, im Schiff. Ach, hier, ey, ja. Von einem Herz aus Gold kann ich mir nichts kaufen. Was überbringt die endgültigen tödlichen Nachrichten nur in... Auf mich wartet noch ein Kartenspiel. Ah ja, mach's gut.
So. Hey, Herr Pestrufer, ich hab schlechte Neuigkeiten. Mogul Ratztunk hat uns aufs Kreuz gelegt. Der grüne Bastard hat einfach das Geschäft platzen lassen. Ihr glaubt nicht, was er... Reißt euch zusammen, Handelsprinz. Dieses Geplapper gebührt sich nicht für einen Anführer der Horde. Oh, verzeiht mir, Banshee-Prinz, dass ich ein bisschen aufgekratzt bin, nachdem ich fast getötet wurde. Für eine Abmachung, gegen die ich von Anfang an war. Der Kriegshäuptling wird nicht erfreut sein. Wir haben für unseren Krieg gegen die Allianz fest mit Ratzdungsmethoden zur Azerit-Raffinierung gerechnet. Diese Abmachung hat uns mehr Probleme gemacht, als sie wert war. Da gibt's einen viel einfacheren Weg. Wir müssen nur den Mittelsmann ausschalten, wenn ihr versteht. In der Tat. Champion reist nach Kesan, erbeutet die Azerit-Raffinierungstechnik und zeigt Mogul Ratzdunk, warum man sein Wort gegenüber der dunklen Fürstin nicht bricht. So, kann ich jetzt die Aufgabe abgeben. So, gut. Öffnen. Sehr schön. So, noch zwei rausgekommen. Sehr schön. So, Anhänger. Fähigkeiten. So, zack, was haben wir denn hier? Selten. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Zack, los mit euch. So, wie. So, aber es geht weiter in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Ihr wisst, morgen geht's weiter. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bei Bürgerim LP.